Moinsen, willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Ich habe SimLab XP1 nach Hause gekriegt vom simrayshop.de und das war fantastisch, diese Pedale endlich mal auszuprobieren. In dem Video erfährst du alles, was du wissen musst zu diesen wunderschönen Pedalen. Let's go! Wie ihr eben gerade schon mitgekriegt habt, hatte ich die SimLab XP1 zu Hause und habe sie jetzt die letzten Tage mal ausgiebig getestet und war positiv überrascht, denn ich habe nicht das erwartet, was hier passiert ist. Aber bevor wir jetzt loslegen, ein ganz kleiner Disclaimer. Wie du hier an diesem Sticker wahrscheinlich schon erkennen kannst, ist das hier Leihware. Diese Pedale hat mir der simrayshop.de zur Verfügung gestellt und ich durfte sie reviewen, ich darf sie nicht behalten und ich schicke sie wieder zurück. Aber es gab keinerlei Auflagen. Ich darf zu den Pedalen sagen, was ich möchte und wie immer gibt es das hier auch völlig ungefiltert. Bevor wir jetzt loslegen, hat sich hier an der Stelle noch nichts geändert, denn wir gucken erstmal in die Box, was alles hier so drin ist. Ein Haufen Kabelsalat ist hier drin, denn wir haben von SimLab einen Controller. Das kennt man so in der Form eher weniger, denn bei den meisten Pedalen ist der angebaut, unten drunter, beziehungsweise gibt es keinen Controller oder ist in Pedalen verbaut, außer bei VHS. Und das hat mich sehr an VHS erinnert. Wir haben hier die Möglichkeit, mit den guten RJ-Steckern ranzugehen. Die Kabel kriegst du in verschiedenen Längen mit dazu. Also das sind jetzt die drei kurzen, aber es gibt auch noch längere Kabel, wenn du das möchtest. Du hast die Controllerbox mit dabei von SimLab, die ist super simpel. Es ist Plastik, aber irgendwo muss ja auch ein bisschen gespart werden, nicht wahr? Sonst würden wir ja nicht auf den Preis kommen. Wir haben das USB-Kabel mit drin. Das hat sogar eine ausreichende Länge, also wie ihr sehen könnt, reicht das Bild nicht mal aus, um euch das zu zeigen. Dann haben wir einen Haufen Schrauben. Ich weiß nicht, warum wir so viele Schrauben haben, SimLab. Wolltet ihr uns einen halben Baumarkt mitschicken? Das Schöne ist daran, wir haben nicht nur einmal Schrauben. Nee, wir haben zweimal Schrauben. Also hier ist wirklich eine ziemlich große Menge an Schrauben mit dabei. Nutsteine, Unterlegscheiben, verschiedene Längen an Schrauben. Also alles, was das Herz begehrt. Und ich sage euch, davon könnt ihr mindestens drei Pedalsets anbauen und nicht nur eins. Aber besser mehr als zu wenig. An der Stelle geht ein großes Lob raus an SimLab. Und was haben wir noch mit dabei? Wir haben hier noch eine Wechselfeder mit dabei. Denn wir haben nämlich die Möglichkeit, auch noch ein, zwei Sachen an den Pedalen zu ändern. Aber das ist ja nun nicht das Highlight dieses Paketes. Das holen wir jetzt mal. Das Highlight sind wohl diese Pedale. Und ich wurde sehr, sehr häufig gefragt, ob ich die mal reviewen kann. Und ich habe das immer nicht so richtig verstanden, warum ich das denn nun reviewen soll. Bis zu dem Punkt, als ich sie ausgepackt habe und angeschlossen habe. Hier sind einige Überraschungen mit dabei, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Aber lasst uns jetzt erstmal ganz kurz über die Qualität sprechen. Der ein oder andere wird ja wahrscheinlich schon den Preis irgendwann mal auf dem Schirm gehabt haben. Und ich war ein bisschen skeptisch, was den Preis angeht. Es gibt nicht wirklich sehr viele Pedalsets in diesem, sage ich mal, Raum oder Preissegment. Und die stechen da schon ziemlich raus, indem sie einen sehr validen und sehr soliden Preis haben. Wie ist denn jetzt so overall die Qualität? Beim Auspacken habe ich mich erstmal gewundert, warum die so leicht sind. Also irgendwie haben die nicht wirklich viel Gewicht. Also gerade wenn ich jetzt mal so die Bremse anfasse und auch das Gaspedal, da muss SimLab irgendwo ein bisschen was gespart haben an Material, habe ich mir gedacht, weil so wenig Gewicht da ist. Aber es ist tipptopp. Also von den Pedalplatten, die wirklich sehr schön sind, sie sind nicht sehr rau. Sie sind aber rau genug, dass man da nicht abrutscht von, aber auch nicht so rau, dass man mit den Füßen oder mit den Socken nicht drüber rutschen kann. Die Pedalplatten sind auch angenehm groß und man hätte auch theoretisch die Möglichkeit, die zu wechseln. Aber dazu kommen wir gleich nochmal, wenn wir uns die Einstellungsmöglichkeiten angucken. Overall von der Verarbeitung kann man sagen, ist das hier wirklich ein sehr solides Produkt. Mir ist nichts aufgefallen, wo ich sagen könnte, das könnte man eventuell bemängeln. Hier ist überall Metall dran, kein Plastik gelötet. Die Gerätschaften oder beziehungsweise die ganzen Kanten sind entgratet. Also es gibt hier nirgendwo an irgendeiner Stelle scharfe Kanten. Das ist alles schön verarbeitet, alles rund, alles schick. Also man kann hier overall sagen, von der Qualität her ist das wirklich eine 9 von 10. 10 von 10 gibt es nicht, weil es perfekt ist. Das kennt ihr ja schon von mir. Aber das hier hat mich wirklich komplett aus den Latschen gekracht. Ich habe es mir dann overall erstmal so ein bisschen angeguckt, habe es mir hier auf den Tisch gestellt, das Ganze schön ausgeleuchtet, ob ich irgendwo was finden konnte, was mir bis dato erstmal nicht so gut gefallen hat. Und ich war ein bisschen perplex, als ich Folgendes gesehen habe.
als ich hier an die Bremse gegangen bin, habe ich hier eine Feder gesehen und ein Elastomer. Und ich war mir am Anfang noch nicht so wirklich sicher, was das jetzt hier soll und wie sich das anfühlt, weil, naja, du kannst ja hier mit der Hände kannst du nicht viel machen, außer ein bisschen die Feder komprimieren. Und du kannst hier halt auch noch ein bisschen die Feder komprimieren. Und bei der Kupplung geht das gar nicht, weil die Kupplung ist wirklich ziemlich doll von Haus aus. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, da gab es keine Enttäuschung. Also overall, SimLab, habt ihr wirklich eine sehr stabile Leistung hingelegt, was die Qualität dieser Pedale anbelangt für den Preis. Und das ist definitiv hier an der Stelle ein richtiger Banger. Aber lasst uns mal kurz angucken, was wir für Einstellungsmöglichkeiten haben. Wenn wir uns jetzt hier mal das Gaspedal angucken, haben wir wie bei fast allen Pedalen dieselben Möglichkeiten, was einzustellen. Wir können hier den Arm nach oben als auch nach unten verschieben, um dort noch ein bisschen mehr Vorspannung zu gewinnen. Wir haben die Möglichkeiten, unsere Pedalköpfe nach hinten als auch nach vorne zu kippen. Wir haben die Möglichkeit, durch hier unten vorhandene Schrauben, die den Winkel der Pedale noch etwas zu komprimieren. Das heißt, wenn wir uns jetzt hier beispielsweise das Pedal nehmen und wir drücken das jetzt rein und wir lösen hier die Kontermutter, dann können wir das Ganze hier noch reinschrauben. Und dadurch ändert sich A, erstmal der Winkel der Pedale etwas, plus, dass der Weg des Pedals etwas kürzer wird. Wenn wir das jetzt hier mal ein bisschen übertreiben und wir drücken das ganz weit rein, dann wirst du sehr schnell feststellen, dass der Pedalweg sehr viel kürzer geworden ist. Wenn wir das jetzt wieder rausdrehen, wirst du feststellen, dass der Weg ein bisschen länger geworden ist. Wir drehen das jetzt mal nicht zu weit. Wir drehen mal die Kontermutter mit drauf. Und dann wirst du sehen, dass der Pedalweg wieder ein bisschen länger geworden ist. Es ist jetzt nicht so viel, dass man sagt so, wow, wir haben jetzt 10 cm gewonnen, aber du kannst schon 1-2 cm Pedalweg kannst du hier an der Stelle gewinnen. Du kannst hier vorne, wie bei fast allen anderen Pedalen auch, die Vorspannung ändern, indem du die Feder noch etwas komprimierst, um dann ein bisschen härter in die Bremse drücken zu müssen, damit du noch ein bisschen härter in das Gaspedal drücken musst. Und dann hast du hier vorne noch die Möglichkeit, die Pedalköpfe abzuschrauben. Dort wirst du dann die Pedalköpfe wechseln können. Es gibt ja auch Third-Party-Unternehmen, die welche bauen dafür. Etwas größere, etwas längere. Manche 3D drucken sich das. Die Möglichkeit hast du hier auch. Kannst du einfach abschrauben, nimmst du ab und dann gehst du da rein. Was mich jetzt aber wirklich ein bisschen geflasht hat, weil das kannte ich jetzt so in der Form noch nicht, ist das hier hinten. Wir haben nämlich hier hinten Schrauben, die wir lösen können, indem wir den Winkel der Pedale ändern. Es gibt ja Menschen, die fahren ihre Pedale gerne nach hinten gelehnt. Dann gibt es Menschen, die fahren die gerne nach vorne gelehnt. Dann gibt es ja Leute, die fahren im Formula-Style mit Füßen nach oben gelegt. Und dafür ist das hier wirklich perfekt, denn du kannst für alles einfach nur zwei Schrauben lösen, das Ganze anheben, sodass die Pedale sich nach vorne lehnen oder nach hinten lehnen. Und für mich beispielsweise, ich bin sehr lange ein Fahrer gewesen, der seine Pedale, sag ich mal, wie im Auto hatte. Bei mir waren die immer so nach hinten gelehnt. Und das kannst du super simpel mit diesen beiden Schrauben lösen. Total fantastisch. Und eine Besonderheit möchte ich hier nochmal hervorheben bei SimLab, denn das ist mir wirklich noch niemals bei keinem Pedalset, was ich bis jetzt hier zu Hause hatte, unter die Augen gekommen oder unter die Füße gekommen. Bei dem Pedalset hier, beim Gaspedal, hast du das wie in einem Auto. Bei einem Auto gibt es immer so einen ganz kleinen Punkt am Ende, wo du nochmal quasi, wo so eine Nase, so stelle ich mir das immer vor, in so eine Nut reingeht. Und dann merkst du, dass du das da reindrückst und dass du jetzt wirklich, jetzt bin ich bei Vollgas. Und SimLab hat das Ganze in diesem Pedal umgesetzt. Und ich war davon so geflasht und so happy, als ich das gehabt habe, weil ich bin es halt gewohnt aus einem normalen Auto im realen Leben, dass ich das hier fühle, wenn ihr jetzt mal seht, ich bin jetzt am Ende und jetzt rastet das noch ein Stück ein. Und das kannst du richtig spüren, dass du hier jetzt am Ende dran bist und dann hast du aber noch so ein ganz kleines Stück. Das ist richtig geil, SimLab. Und das hat mich wirklich sehr gefreut, dass das hier drin ist. Aber kommen wir mal ganz kurz zur Bremse. Wenn wir uns jetzt hier die Bremse angucken, ist das sehr ähnlich wie beim Gaspedal. Pedalköpfe kannst du hier wieder den Winkel ändern, du kannst sie abnehmen, du kannst hier vorne wieder den Winkel etwas verändern für die Vorspannung, wenn du das möchtest. Du hast die Möglichkeit, hier deine Pedale wieder hoch und runter zu machen. Und was ich total toll finde, das erzähle ich euch jetzt hier beim Bremspedal, das geht aber bei allen, du kannst hier einfach den Nippel lösen, dann kannst du das Ganze hier rausziehen, wenn du das möchtest. Und dann hast du den ganzen Kopf frei und das geht super simpel.
Und dann kannst du hier dran rum basteln. Du kannst das hier alles rausnehmen, wenn du möchtest. Und kannst hier dran alles verändern. Du kannst die Feder ändern. Du kannst hier vorne das Elastomer ändern. Du wirst wahrscheinlich auch die Möglichkeit haben, wenn du Federn findest, die dieselbe Größe haben, das Ganze auch gegen eine Feder zu tauschen. Und dann kannst du die Elastomere rausnehmen, weil manche mögen ja das Gefühl von Elastomeren nicht. Und dann kannst du das hier wieder ganz simpel einhängen. Dann stecken wir den Stift rein und dann können wir das da dran machen und wir müssen nicht groß schrauben. Das finde ich super fantastisch. An der Bremse wird man das ein oder andere Mal was in seinem Leben ändern. Und wir kennen es alle, um diesen Stift hier rauszuziehen. Bei manchen Pedalen musst du wirklich sehr viel schrauben und rumfummeln und dann wird das einfach irgendwann nervig. Und dann hast du keinen Bock mehr, deine Pedale großartig zu individualisieren. Außer an die ganzen Tüftler da draußen, die sehr gerne basteln und auseinanderschrauben. Aber das ist ja immer nicht jeder. Und hier ist das super simpel gelöst. Wie fühlt sich das denn jetzt an? Elastomere und Federn. Man könnte sich das jetzt so vorstellen wie bei den Nuo Evo 2 beispielsweise. Wenn du dort nämlich die Feder durchkomprimiert hast, bis zu einem gewissen Punkt, dann kommt der Kompressionsverstärker mit dazu. Hier ist das genauso. Wenn du die Feder bis zum Ende durchkomprimiert hast, dann kommt irgendwann das Elastomer dazu. Und du hast so einen gewissen, naja, ich nenne es mal einen kleinen Endstop, so einen Vorstopper nenne ich es jetzt mal. Und dann kannst du noch weiter bremsen. Das ist beispielsweise sehr hilfreich, wenn man iRacing fährt. Denn dort ist es ja aktuell so, dass es sehr angenehm ist, bis 80% zu bremsen. Und so könntest du dir deine Bremse einstellen, dass du im Fuß merkst, wenn du bei 80% bist, ohne groß in der Software rumzuspielen, weil du darauf stehst, deinen Körper so zu trainieren, das zu machen. Und das kann diese Bremse fantastisch emulieren. Wenn wir jetzt mal gerade gucken hier, ich muss gerade mal ein bisschen Kraft aufwenden, siehst du, dass wir ab einem gewissen Punkt hier die Feder durch haben und dann kommt das Elastomer hinterher. Und dieses Gefühl ist ehrlich gesagt ziemlich gut. Und das haben sie sehr fantastisch umgesetzt und hat mir sehr, sehr gut gefallen. Gucken wir uns doch mal die Kupplung an. Die Kupplung ist von Haus aus ein ganz schöner Banger, muss ich sagen. Also Banger im Sinne von, hier siehst du ja, muss man wirklich schon sehr viel Kraft aufwenden. Da komme ich sogar aus der Puste, wenn ich da reinhämmern muss. Bei der Kupplung ist das sehr ähnlich wie beim Gaspedal. Wenn wir das jetzt hier daneben stellen, wir haben hier die Möglichkeit, auch wieder die Pedalköpfe Winkel zu ändern. Wir können die Pedalköpfe können wir abnehmen. Wir können hier unten den Pedalweg wieder einstellen. Wir haben die Möglichkeit, hier auch die Kupplung, den ganzen Arm bzw. Stift nach unten zu machen bzw. nach oben zu machen. Du kannst hier auch die Feder noch wechseln. Das ist wie bei der Bremse. Hier nimmst du einfach den Pin wieder hoch, den kannst du hochziehen. Darauf möchte ich jetzt übrigens verzichten, weil hier wirklich sehr viel Spannung drauf ist. Ich habe es einmal versucht. Danach musst du wirklich wie Arnold Schwarzenegger das Ding wieder da reinwürgen. Und das möchte ich nicht machen, weil das Leihware ist. Und ich möchte so wenig wie möglich Gebrauchsspuren daran machen. Deswegen vertraut mir einfach, wenn ihr das machen solltet, esst ordentlich zum Frühstück, damit ihr ordentlich Bums auf den Arme habt. Falls ihr so ein Lauch seid wie ich und dann Schwierigkeiten habt. Aber hier können wir auch, wie bei den anderen Pedalen, die Winkel einstellen. Und somit haben wir an der Stelle wirklich ein sehr schönes, also optisch schönes Pedalset, als auch von den Einstellungsmöglichkeiten bzw. der Individualisierung eine sehr schöne, runde Basis. Wie sieht denn das Ganze jetzt mit Mounting aus? Einige da draußen, die sich häufiger Reviews angucken, werden das wahrscheinlich schon gesehen haben. SimLab war wirklich so fantastisch drauf und hatte einfach mal riesige Schlitze gemacht, die wirklich riesig sind. Nichts mit Unterteilung oder sonstigen Wirrwarr für hinten und vorne. Die haben sie einfach da, wisst ihr was, wenn ihr auch Bock darauf habt, könnt ihr das Ding auch einfach mit zwei Schrauben mounten, einmal rechts und einmal links. Aber sie haben einfach einen durchgehenden Schlitz gemacht, was ich total toll finde. Dankeschön an der Stelle, SimLab, weil das macht ganz, ganz viele Dinge super einfach. Denn bei mir ist es so, ich mache immer erstmal grob die Pedale hin und dann gucke ich mir das an, ob ich noch weiter nach hinten oder nach vorne muss. Und so habe ich die Möglichkeit, einfach in den Schlitz die Schrauben reinzumachen, die erstmal ein bisschen, ja, ich sag mal, halb gar anzuschrauben. Und dann kann ich die Pedale noch hinten und vorne zurückschieben, was ich total fantastisch finde. Und ich da sehr dankbar bin, dass das hier bei allen Pedalen so geregelt wurde. Wie sieht es denn jetzt aus mit der Software dieser Pedale? Dafür hüpfen wir mal kurz ins Rig rein und gucken uns das Ganze mal an. Das Ganze heißt Race Director und das kannst du dir bei SimLab direkt auf der Homepage runterladen. Damit du es ein bisschen einfacher hast, klickst du einfach unten in die Videobeschreibung und da hast du dann
den Link dorthin. Wenn du das Ganze installiert hast, wirst du wahrscheinlich, wenn du Pech hast, mit einem leeren Fenster begrüßt. Ich hatte am Anfang ein bisschen Panik, aber Dizzy hat sich mal ein bisschen geholfen und bin dann in die Einstellung gegangen und habe festgestellt, ich muss hier erstmal einen Haken ranmachen. Also bei mir sah das so aus, da war nämlich nichts. Da machst du hier einen Haken rein und dann sind deine Pedale da. Und dann funktioniert das Ganze eigentlich wie bei allen anderen Software bzw. Tools auch, mit denen du deine Geräte kalibrierst. Du hast dort deine Graphen, die du einstellen kannst. Bei mir siehst du ja, sind alle linear. Und dann kannst du das Ganze auch noch kalibrieren, wenn du möchtest. Bei mir siehst du jetzt gerade hier, gehen alle Pedale gehen an. Wir können ja mal alle gleichzeitig drücken. Und dann drückst du hier einfach auf Kalibrieren, nimmst deinen Fuß und drückst das Pedal zu der gewünschten Position, die du gerne hättest. Dann sagst du Finish und dann ist das Ganze fertig und du kannst bremsen. Was ich euch immer dabei empfehlen würde, ist, eure Füße in Ruheposition auf die Pedale zu legen. Bei mir seht ihr ja hier unten, ich habe schon mal ein bisschen ein paar Prozente angegeben für mein Gaspedal als auch für meine Bremse. Weil wenn ich jetzt das Ganze hier mal auf Null stelle, dann ist das sehr hinderlich. Denn wie du siehst, mein Fuß liegt jetzt einfach nur auf der Bremse und die Bremse wird ausgelöst. Und dann wirst du wahrscheinlich beim Fahren das Problem haben, dass deine Pedale ausgelöst werden, obwohl du sie nicht auslösen möchtest. Deswegen ist sowas immer wichtig, dass das in den Tools mit drin ist, dass du eine Deadzone einbauen kannst. Weil wenn du jetzt siehst, jetzt liegt mein Fuß drauf und nichts mehr löst aus. Wenn das Ganze jetzt fertig ist, kannst du hier oben einfach dein Profil speichern. Wie du siehst, ich habe das hier in Dizzy jetzt umbenannt. Du kannst jetzt noch, wenn du möchtest und richtig fancy bist, kannst du dir hier die einzelnen Punkte noch nehmen und kannst die noch verschieben, wenn du das willst. Die musst du dann einfach hier, wie du siehst, irgendwo ins Nirvana ziehen, je nachdem, wie du es gerne hättest. Für mich ist das immer irrelevant, weil ich fahre das Ganze immer linear. Deswegen resetten wir das Ganze jetzt mal wieder. Und dann hast du noch die Möglichkeit, die Firmware zu updaten. Also ich weiß nicht, ob das jetzt an mir lag, im Speziellen, weil bei mir gab es da so ein paar Probleme. Ich habe beim ersten Mal starten versucht, das zu updaten. Und dann hat er mir die ganze Zeit die Meldung ausgespuckt, dass der COM-Port belegt ist und ich soll alle Applikationen schließen. Das habe ich dann getan. Als ich das dann getan habe, hat er mir dieselbe Meldung ausgespuckt. Ich habe den Rechner neu gestartet, habe nur das Update-Tool oder das Firmware-Update-Tool gestartet. Danach ging's. Dann hat er mir irgendwas erzählt von meinem Flash-Drive oder es wird ein Flash-Drive gemountet und verschwindet dann wieder. Da ist aber nichts passiert für eine sehr, sehr lange Zeit. Dann habe ich das Ganze wieder neu gestartet, habe das Tool nochmal gestartet. Dann hatte ich wieder die COM-Port-Belegung und dann bin ich irgendwann nochmal hierher gegangen, um zu gucken und mein Device war up-to-date. Also Firmware-Update-technisch hatte ich persönlich ein paar Schwierigkeiten. Das wäre übrigens schön, wenn ihr mir da draußen mal Feedback geben könntet an die Leute, die diese Pedale fahren. Ob ihr auch diese Schwierigkeiten hattet oder ob das jetzt bei mir ein Einzelfall war. Jetzt lasst uns mal wieder zurückgehen und wir reden mal über den Preis, Positives und Negatives und was mein Fazit zu den Pedalen ist. Dann lasst uns doch mal über den Preis reden. Das Ganze, wie es hier auf dem Tisch steht, SimLab XP1 Black Edition 3er Set, 699 Euro. Wenn wir die Kupplung beiseite packen, 499 Euro. Wenn wir das jetzt hier für 499 Euro nehmen, ist das ein ganz schöner Banger und eine ziemlich große Konkurrenz zu den SimLab P1000. Lasst uns doch mal über Positives und Negatives sprechen. Positiv ist definitiv die Verarbeitung plus die Einstellungsmöglichkeiten, die es an diesen Pedalen gibt. Was hundertprozentig positiv ist, ist der Preis. Da müssen wir überhaupt gar nicht drüber reden, für 499 Euro so eine Pedale nach Hause zu kriegen und die zu rocken, ist hundertprozentig ein absoluter Kracher. Was ich persönlich auch sehr schön finde und positiv anmerken möchte, ist, dass wir beim Gaspedal diesen Effekt haben wie im realen Auto, dass wir hinten diesen kleinen zappeligen Effekt haben, wo du nochmal das Gaspedal auf ein Stückchen mehr drücken kannst und dich fühlst, als wenn du jetzt ein Turbo anmachst. SimLab, damit hast du mir definitiv eine Freude gemacht, diesen Effekt einzubauen. Ich wünsche mir, dass das noch ein paar andere Leute machen, weil das macht mich wirklich sehr, sehr glücklich. Was ich definitiv auch positiv finde, ist die ganze Aufmachung der Pedale. Die sehen wirklich, und das ist sehr subjektiv, das muss einem gefallen, aber sie sind sehr, sehr schlicht. Also es würde, glaube ich, fast keinen geben, der sich sagt so, boah, die sind ja pottenhässlich. Gibt es Leute da draußen, die sagen, die sind pottenhässlich? Weil ich finde die so schlank im Design, dass da nicht groß viel fancy-pansy dran ist. Da sind keine großen Farbschemata dran. Hier ist nirgendwo irgendwie riesige Schriftzüge drauf, außer die kleinen an der Seite. Und das finde ich fantastisch. Ich habe aber auch noch was Negatives. Und das ist jetzt so ein bisschen Meckern auf hohem Niveau. Mich stören die Sachen hier unten an den Pedalen, wenn wir die ein bisschen weiter rausdrehen.
Aus dem folgenden Grund, ich bin das Ganze jetzt mit Socken gefahren und mein Hacken hat hier unten dran das ein oder andere Mal gescheuert. Wenn deine Pedale relativ gerade sind und dein Fuß relativ gerade aufkommt, wirst du das ein oder andere Mal am Hacken haben. Und das ist bei mir auch vorgekommen. Es ist jetzt nicht so, dass es super störend ist, aber es kann durchaus passieren. Ich möchte dazu aber auch extra erwähnen, das ist, wenn du den Pedalweg sehr lang machst und das sehr weit rausdrehst. Des Weiteren, kleines Feedback zu der Software. Also Firmware-Updates haben bei mir nicht so wirklich gut funktioniert. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das an mir lag, dass das mein PC ist. Das hatte ich in dem Segment schon mal gesagt. Es wäre schön, wenn ihr mir da mal Feedback geben könntet. Aber Firmware-Update war wirklich ein bisschen, nicht so schön. Und bei der Software gab es auch ein, zwei Abstürze, warum auch immer, aber Neustart hat es dann gefixt. Ich möchte das trotzdem der Fairness halber nochmal erwähnen. Neustart tut immer gut, falls Sie damit Probleme haben. Ansonsten habe ich dazu wirklich nichts Negatives zu sagen und bin absolut positiv überrascht von diesen Pedalen. Es hat mich sehr, sehr gefreut, sie auszuprobieren und dass ich sie testen durfte. Was ist denn jetzt mein Fazit zu den Simlab XP1? Ich bin verliebt. Also es wäre definitiv nicht mein Daily Driver, muss ich ganz ehrlich sagen. Dafür fehlen mir ein, zwei Dinge, die meine persönlichen Bedürfnisse befriedigen würden. Aber ich sage euch so, wie es ist, wenn ihr nicht so viel Geld ausgeben wollt für Pedale, so im Raum 800, 900, 1000 aufwärts Euro, dann sind die Pedale eine sehr, sehr gute Alternative zu den Simmagic P1000. Und ich möchte mich hier an der Stelle nochmal bedanken beim Simmagic-Shop.de, dass ich das ausprobieren durfte und an Simlab, dass ihr es euch traut und wagt, in diesem Preissektor solche Pedale abzuliefern, weil das wird definitiv einiges verändern. Denn das ist mittlerweile das zweite bzw. dritte Pedalset in diesem Raum und hat einfach solche gigantisch gute Qualität. Das ist schon eigentlich frech, im positiven Sinne. Ich hätte sie gerne an meinem zweiten Rig dran gelassen für meine Gäste, weil das sind definitiv Pedale, wo wenig Leute sagen werden, puh, nee, damit will ich nicht fahren. Ich kann es euch wirklich wärmstens nur ans Herz legen, falls ihr die Möglichkeit haben solltet und Pedale sucht, diese mal auszuprobieren. Also falls du Lust hast, doch mal eine andere Pedale zu kaufen bzw. ein anderes Set, wirst du hier definitiv nicht enttäuscht. Und das ist alles, was ich dazu sagen möchte, denn ich bin positiv überrascht und habe mich sehr darüber gefreut, dass ich sie reviewen durfte und sie testen durfte. Lass mich doch mal wissen, ob du diese Pedale zu Hause hast und sie auch fährst oder ob du sie überhaupt kanntest. Ich gehe ganz stark davon aus, dass viele von euch diese schon kennen. Aber ich habe trotzdem so das Gefühl, die fliegen immer noch so ein bisschen unterm Radar. Und wenn du das gemacht hast, dann kannst du mir noch ein Däumchen drauf drücken, entweder hoch oder runter, je nachdem, wie es dir gefallen hat, das Video. Denn ich bin mit beidem fein und für mich ist das immer Feedback. Jetzt verabschiede ich mich. Ich wünsche dir einen fantastischen Tag und bedanke mich dafür, dass du deine Zeit geopfert hast, um dir dieses Video anzugucken. Und wünsche dir einen wunderschönen Tag. Lass dir gut gehen. Bis dann, Dansen. Ciao, Kakao.